Jo, liebe BMX-Gemeinde, hier ist Daniel vom Kunstform BMX-Shop und heute wollen wir euch mal wieder ein paar Räder vorstellen. Ja, das Besondere bei den Rädern ist, dass die nur erhältlich, also innerhalb von Deutschland erhältlich sind bei Kunstform BMX-Shop. Ja, und zwar haben wir diese aus dem Vereinigten Königreich importiert, wo die echt komplett abgehen. Da redet jeder, Wendels Bike und Co. ist da die Firma Nummer 1 und deshalb dachten wir uns, die muss es auf jeden Fall in Deutschland auch geben. Und die wollen wir euch jetzt heute mal hier vorstellen, warum die so beliebt sind. Also hier haben wir das Wendels Bike Troop in Schwarz-Silber. Der Preis ist 439,95. Daran erkennt man quasi, dass es sich preislich so in der höheren Einsteigerklasse befindet. Und das ist halt das Besondere an den Wendelbikes, dass die, obwohl die einen recht günstigen Preis haben, von der Optik her fast wie ein Profi-Fahrrad aussehen. Ja, also wenn ihr mal so guckt, die Teile sind alle echt super gut abgestimmt, momentan voll angesagt. Zum Beispiel bei dem Schwarz-Chrom-Fahrrad hier. Ja, da haben wir zum Beispiel schon so dünne Pedalen. Dann haben wir eine röhrenförmige 100% Chromo-Kurbel, 175 mm lang, Doppel-Wall-Felgen. Ja, die Jungs von Wendelbikes haben sich gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall Doppel-Wall-Felgen einbauen, weil letztendlich, gerade auch wenn man anfängt, so 180s und 360s zu lernen, dann ist so, dann trifft man oft seitlich auf und da muss einfach die Felge das ein bisschen abkönnen. Deshalb sind die alle Modelle halt mit Doppel-Wall-Felgen ausgestattet. Und ja, also die generell zu den Daten zu sagen, wir haben hier einen 20-5 Oberrohrrahmen. Ja, das ist bei allen Modellen so, die unterscheiden sich lediglich in der Farbe. Dann ultra cool, was auch jetzt gerade ein bisschen so Trend wird, auch gerade weil halt einfach Englisch ist, so Mark Webb, Harry Mayne und wie sie alle heißen. Ja, wir haben die Hinterradbremse zum Beispiel auf der linken Seite. Ja, also es ist schon standardmäßig dabei, auf der linken Seite die Hinterradbremse. Ich persönlich finde es eigentlich auch ultra cool, ist mal ein bisschen was anderes, als immer nur so dieses Standard-F-Schema zu fahren. So. Dann haben wir einen 8,5 hohen Lenker, ja, einen recht clean Vorbau. Also hier sieht man auch, wie das alles abgedichtet ist, ein bisschen ausgefräst. Ja, und was meiner Meinung nach auch echt super stylisch ist, ist halt die Sattel-Sattel-Stangen-Kombo. Erstmal ultra leicht und generell auch vom Sitzfeeling her gibt es selten Kompletträder mit solchen coolen Sätteln auf jeden Fall. Also, ja, dann zum Gewicht, also es wiegt 11,11 Kilo. Ja, wobei, wenn man die Bremse abbaut und so, die ganzen Geschichten, dann wird es ja immer noch ein bisschen leichter. Die Reifen sind halt so wie man hier sieht, zum Beispiel weiß-schwarz Tannwall-Reifen von Innova. Also sind doch recht breit, so 2-3 sieht mir jetzt mal aus. Ich guck mal, ob das wirklich stimmt. Ja, 2-3 hinten und vorne. Also, ja, genau, coole Fahrt. Genau, hier haben wir jetzt das Wendelbikes Troop in schwarz-orange oder orange-schwarz besser gesagt. Der Rahmen halt orange, die anderen Teile schwarz, bis auf hier die weißen Tannwall-Reifen. Sieht super stylisch aus und das Besondere an der Sache ist halt, weil ja viele von euch, so wie zum Beispiel auch ich, fahren halt mit dem Fuß rechts vorne. Ja, und das bedeutet, dass man eigentlich auch rechts grindet. Gibt auch Leute, die können das auch irgendwie dann noch links und so. Muss man halt üben. Und ja, und deshalb hat jetzt Wendels auch gesagt, okay, wir wollen halt auch, dass die Jungs, die halt rechts den Fuß vorne haben, einfach nicht immer gerade beim Einstieg ja ihr Kettenblatt oder ihr Ritzel und so weiter hinten kaputt machen. Deshalb gibt es jetzt diese orangene Schwarz, diese Troop in LHD-Ausführung. Ja, das heißt, die Kettenblatt ist halt auf der linken Seite. So kann man halt rechts grinden. Müsst ihr einfach mal gucken, wenn ihr den Fuß vorne rechts habt auf der Pedale, dann braucht ihr im Prinzip LHD. Also das wird euch ein paar Euro sparen an Kettenblattersatz und Kettenblattumbaukosten. Ja, und ich denke, das ist eins der günstigsten Fahrräder, wo schon standardmäßig LHD verbaut ist. Also gerade für einen Anfang oder auch für ein bisschen Fortgeschrittene, echt super perfekt auf jeden Fall. Ja, ja, also hier haben wir jetzt das Wendelbikes Troop in Schwarz-Gold, schwarzer Rahmen.
und mit leichten Golddezenten, ja, wie zum Beispiel die Felge, dann hier das Emblem vorne und auch der Spacer ist zum Beispiel Gold. Also es sind halt echt immer so kleine Details, die dann wirklich im Ganzen echt eine beeindruckende Optik erzeugen, sozusagen, ja. Ja, ist RHD, jetzt nicht wie das andere. Und auch die Bremse auf der linken Seite. Also hier haben wir das Wendel Troop in Chromrot. Ja, also der Rahmen ist Chrom und die Felgen sind halt rot. Also von der Gesamtoptik her ist es irgendwie mein Lieblingsmodell. Hat sich auch bisher am meisten verkauft. Also wir haben die halt drin bekommen und die waren direkt wieder ausverkauft. Ja, und ja, hier haben wir halt rote Felgen, chromer Rahmen und auch alle Wendelräder, die sind halt mit so durchsichtigen Bremsbacken ausgestattet. Ja, das heißt, die sind so ein bisschen weicher. Die Farbe kann man ja ein bisschen auf die Mischung, der Gummimischung zurückgreifen. Die sind ein bisschen weicher. Das heißt, dass die einfach ein bisschen stärker ziehen. So. Ja, also wenn ihr mal ein Bremsproblem habt, probiert mal ruhig mal ein paar andere Farben aus. Ja, und hier hat man halt gleich standardmäßig so eine recht starke Bremse. Also gerade so, wenn man halt viel Park fährt, so, ja, dann braucht man einfach eine Bremse, auf die man sich verlassen kann, manchmal. Ja, genau, ja. Guckt es euch mal ein bisschen an, so. Nettes Fahrrad und exklusiv nur erhältlich bei Kunstform. Ja, also hier sieht man jetzt nochmal alle vier Modelle zusammen. Ja, und ja, guckt es euch einfach mal an, die Fahrräder bei uns auf der Seite www.kunstform.org. Unter der Suche Wendels werdet ihr die sicherlich finden. Ansonsten würde mich einfach mal interessieren, wie ihr die Fahrräder findet. Benutzt die Kommentarfunktion, die da unten ist. Wir versuchen da immer drauf zu antworten, so schnell wie möglich. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst trocken. Jo, ich bin raus.